Ich glaube, ich ein guter Zeitpunkt, noch nicht aufzuhören, aber noch einen Song zu spielen. Gib mal Basskick, Schoki. Leute, gib mal klatschen. Yeah, so gefällt mir das. Ist ein alter Song, den habe ich mit 16 geschrieben. Neulich stand ich hier an der Ecke und fähr. Sie kam zu mir und fragte, hören die zu dir, die Deppen, die gerade einen Zeitungsstand anzünden und grad probieren, einen Bankomaten zu plündern. Ich drehe mich mal unauffällig zu ihr um, damit sie ja nicht merkt, wie verlegen ich gerade bin. 2 Sekunden seh ich sie wieder an. Sag, was diese Blödel machen da? Ja, echt kein Plan. Sie lacht und grinst und meint, es ist schon okay. Bei all dem Wirbel ist doch klar, dass ich's nicht übersehe. Sie lacht auch mal, diesmal direkt hin zu mir. Frag mich aus, denn auch spendierst du mir noch ein Bier im Kantina? Doch was geschah als nächstes? Wenig später kommt sie noch mit uns mit zu mir. Ich hol den Schlüssel raus und ich öffne die Haustür. Die Wohnung sieht nun wie ein Schlachtfeld aus. Als wäre sie 5-mal überflutet, ein Tornado hinten raus. Die Leute stürmen rein und drehen die Musik wieder an, sodass man uns bis ganz zum Ende vom Gürtel hören kann. Ich gehe als letzter rein, die Tür hinter mir ist zu. Frag mich, wo die ganzen Leute sind. Und nun steht sie vor mir mit dem Seckers in der Hand und fragt, wo bleibst du denn so lange? Und zieht an meinem Gewand. Wir gehen hinein zu den anderen Verrückten und sahen dabei zu, wie sie die Wohnung langsam zerpflückten. Langsam zerpflückten, langsam zerpflückten. Wie sie die Wohnung langsam zerpflückten. Langsam zerpflückten. Ja, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein Bier. So, ein guter Zeitpunkt, die Band vorzustellen. An den Drums, der Joker! Auf dem Piano, Tarik Huyan! Aber ich wollte doch eigentlich noch eine Geschichte zu Ende erzählen. Ich werde immer abgelenkt von wundervollen Leuten. Okay, gleich geht's weiter. Viel ist nicht mehr übrig am Morgen danach. Ich seh neben mich, sie ist schon wach. Ich frag, hättest du gestern gerechnet mit so einer Nacht? Sie singt und grinst und meint, es hat schon Spaß gemacht. Ich steh als erster auf, beginne Boden aufzukehren, während sich andere über ihren Kater beschweren. Ich sehe ein riesiges Loch im Fenster stecken. Heute Abend geht's dann weiter. Darauf könnt ihr wetten. Könnt ihr wetten? Könnt ihr wetten? Darauf könnt ihr wetten. Dann könnt ihr wetten. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein Bier. We'll be right back.
gerade stand ich hier an der Ecke um 4. Sie kam zu mir und fragte, Henny, zu dir. Nein, 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 die gehören zum Glück nicht zu mir. Dankeschön.